Unser Freund Sparky ist auf der Suche nach Geld für Material, um neue Hindernisse für den Sparkassen-Kidsmother zu bauen. Deshalb macht er sich auf den Weg nach Brilon. Er ist begeistert von der schönen Altstadt und dem Gebäude der Sparkasse. Besonders gefallen ihm die Drehtür und das große Foyer, in dem er alle Mitarbeiter herzlich begrüßt. Die Sparkasse Hochsauerland hat hier eine für Kunden und Mitarbeiter moderne und funktionale Begegnungsstätte geschaffen. Sparky genießt die Atmosphäre hier. Hocherfreut ist der Hase, als er die Werbung für den Kidsmother sieht. Dann entdeckt Sparky ein Sparschwein, das prall gefüllt ist. Er hat eine Frage an seine Freundin Brilon, ob er das haben darf. Ja, das darf er. Mit den Münzen möchte er nun Material für Hindernisse kaufen. Aber wie bekommt er das Sparschwein auf? Sein Freund Creo vom Baumarkt in Sundern hat Sparky von einem Hammer erzählt. Diesen bekommt der Hase im Bistro. Mit dem Hammer in der Hand möchte Sparky nun sofort das Sparschwein knacken. Aber stopp, rufen da die Briloner Sparkassenmitarbeiter. Sicherheit geht hier vor. Wie beim Kidsmother am 28. Juli. Deshalb setzen sie Schutzbrillen auf und geben Sparky Sicherheitshandschuhe. Jetzt erst fällt der Hammer. Sparky füllt einen Sack mit Münzen und macht sich auf den Weg zu neuen Abenteuern.